Siehst dann, da kann auch gut sein, dass du die Kills zwar nicht machst, aber dann von deinem Imposter-Buddy die reportest. Ey, wir sollen jetzt skippen. Wir sollen jetzt skippen. Ich wollte jetzt skippen. Das sind doch 8 Leute. Look at my life. Look at my life. Feel my pain. When it comes to me and you, we're not the same. This is so far from a game. Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Among Us. Letztes Mal hat Yannick euch ein bisschen Quatschrunden gezeigt. Oh, das ist ja auch die gute Sicht, aber heute kommt die bessere Sicht, nämlich eine Imposter-Only-Folge mit mir, Sven. Auf jeden Fall, wie ich mich als Imposter geschlagen habe, werdet ihr jetzt ja gleich im Video sehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr Kommentare da lassen würdet, ein Like da lassen würdet und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, ein Abo da lassen würdet. Auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Let's go! Irgendwie ist dich muted. Ja, okay, das ist jetzt. Holy shit. Yo, Leute, ich bin direkt vorgelaufen nach Cafeteria, weil ich habe 4 Tasten unten rechts, 3 Tasten oben und 2 Tasten oben links im Reaktor. Und ich wollte halt erst die 4 Tasten anfangen. Ne? Ich stelle mich an die Automatenmaschine, ne? Ja. Drück B4, dass da schön die Mandelmilch oder was das war rauskommt. Oh. Geh wieder raus und Ori liegt tot neben mir. Okay. Ich möchte fragen, im Shining hast du gesehen, wie ich mich gescannt habe? Ja, bei mir stand die ganze Zeit Waiting for Strategy. Dann sind Goody, ich und Shining safe, perfekt. Ich habe nämlich auch Goody gesehen, wie er sich gescannt hat. Ja, ja, nicht nur das, Goody, bei Goody kam der Tod. Ja. Bei Goody kam der Tod. Ich mach den jetzt auf 1% hier runter. Also, Pral ist auch safe, der ist Richtung Lights gelaufen. Der ist war irgendjemand bei der Doorlock? Könnten Selfie kurz haben. Ja, also Moment. Also ich bin hochgelaufen nach Lights, weil ich habe euch alle beim Medbay stehen gesehen. Richtig. Rot und schwarz. Also rot ist mir hinterher, schwarz stand in der Tür zwischen dem Main-Gang und der Luftschleuse nach Reaktor. Ja. Theoretisch könnte rot oder schwarz eben rübergelaufen sein und den Kill gemacht haben. Aber es könnte auch ein Self-Report von Buster sein. Also, darf ich mich auch immer klären? Darf ich ganz kurz noch ein? Ja, okay, da mach du mal. Pal, hast du mich gesehen? Ich habe dich nicht gesehen, nein. Okay, weil du bist durch mich durchgelaufen und Richtung Lights. Ich meine, standst du nicht bei Medbay mit? Nee, da bin ich nur kurz gestanden, dann bin ich am Yannick vorbei, wollte schon hochgehen, weil ich oben bei Admin nämlich Tasks habe. Hatte die Map gerade die ganze Zeit offen, um zu gucken, wo ich Tasks habe, weil ich es gar nicht geblickt habe erstmal. Bin dann hoch, dann gingen die Lights aus und dann bist du durch mich durch Richtung Lights gelaufen. Deswegen kann ich bestätigen, dass du safe bist. War gerade eigentlich irgendwer anders auf dem Weg in Cafeteria? Nö. Nein. Ich warte die ganze Zeit noch darauf, dass ich Medbay machen kann. Also könnte es theoretisch auch Dave dann sein. Leute, die safe sind, also glaube ich mit Schwung. Theoretisch schon. Theoretisch, ich stehe nur leider Gottes neben Lights, weil ich auf die Map geguckt habe. Okay, ich war ihm, ich weiß. Ich vertraue Sven. Für letzte Runde. Ich bin sicher, kann auch einer gewendet sein, ne? Ja, also ja, ich durfte mich jetzt ja nicht erklären, aber viel Spaß. Killen, wegwenden. Ich weiß es nicht. Oh, Buzzer, Sherpa. Ja, ich hab Pal gevotet. Standard, natürlich. Ich krieg immer ein Vote ab. Ja, von mir. Danke. Gewinnt ja nicht mit mir. Man kennt ihn. So. Wo? Oben vor Eingang Richtung des Greenhouse. Ich habe jetzt das, also wir wissen. Warte. Ich habe
Goody hat mich aus Stories rausrennen sehen. Ich bin hochgelaufen, weil ich habe jetzt zwei Tasks in, also die normalen drei Tasks plus die Wassergießkanne hast du nicht gesehen oben. Und oh, ich laufe nach Admin rein, sehe den Report-Button, suche die Leiche und die liegt genau auf der Türschwelle Richtung, ja, da oben, wo die. Das Problem ist, es sind halt nicht mehr viele, es können halt nicht mehr so viele sein. Ja, eben. Ich, Shining, Pal und Goody sind halt safe, es sind schon mal vier. Wir sind noch zu acht, das heißt, es können noch vier sein. Für den Kill würde ich auch Yannick saven, weil der war auch die ganze Zeit unten bei, keine Ahnung wie es heißt, aber bei dem Weapons-Ding da. Ja, Berke, Janik genau. War unten bei den Ballons, da hatte ich vorher noch die Task. Ah, genau. Ich hab noch Pall und Goody versucht zu erschrecken, also. Ja, das ist richtig. Du wolltest ihn hinter dieser komischen Radar, hinter diesem Radar-Ding gleich. So, hä, wo kommst du denn jetzt her? Aber der Name ja nicht. Ich hab immer Pokémon gespielt, aber keiner hat mitgemacht. Wusstet ihr übrigens, dass man dieses Teil mit dem Getränk noch verkacken kann? Ja. Ja. Davon. Indem man das Teil wählt und dann aus Versehen raustappt. Oh. Ich hatte das richtige Ding schon gewählt, es ist am Fall, ich tippe aber aus, dass ich auf das X und darf es nochmal machen. Ich sag mal so, Bassa hat zwei Leichen reportet und jedes Mal war das sehr, sehr eng mit dem Timing. Also beim ersten Mal war es sowieso schon knapp mit dem Rüberlaufen, jetzt beim zweiten Mal war es sehr, sehr knapp mit dem Kill-Cooldown. Also willst du damit andeuten, dass er es sein könnte mit Self-Report, oder? Ja. Zweimal Self-Report, das wäre klingt. Doch, der Bassa, der macht solche Faxen. Ah. Ich sag nicht, dass du es bist, Bassa, ganz klar, aber du weißt, warum ich Sass auf dich bin, hoffe ich. Ich weiß auf jeden Fall, dass Bassa so... Es ist absolut angemessen, dass du Sass auf mich bist. Genau, Dankeschön. Weil ich mach solche Faxen. Ne, ah, okay. Das ist das nämlich. Das weiß ich. Aber ich bin's halt nicht. Und ich hab auch ab für die Person, die Kills direkt vor meiner Nase macht, damit ich die dann finde, damit alle die komplette Lobby Sass auf mich ist. Auch, dass du nie einen siehst dann. Das kann auch gut sein, dass du die Kills zwar nicht machst, aber dann von deinem Imposter-Buddy die reportest. Ey, oh, wir sollen jetzt skippen. Wir sollen uns nein, ich wollte jetzt skippen. Wir sind noch 8 Leute. Wer wählt denn bei 8 Leute? Wir haben noch einen Task nicht weiter. Ja. Ja, ich mach jetzt meine Task weiter. Ja, Minuten vielleicht. Oh, sorry. Ich dachte, ich hab mich gemutet. Also, ich habe eine Leiche gefunden. Wo hast du sie gefunden? O2. Heißt das O2? O2, ne? Ja. Also ganz oben da. Ja. Und ich weiß nicht, wie lange die da schon liegt. Und ihr drei wart jetzt letztes hier beim Reactor. Habt ihr irgendwie was gesehen? Irgendwie was? Also wer irgendwie hinterher hing, bevor ihr kamt? Also wir sind fünf Leute, drei waren Reaktor. Ich sag mal so, Yannick stand sehr lange an der Luftschleuse und hat den Knopf nicht aufgemacht, um durchzulaufen. Okay. Und Yannick war für mich beim ersten Killstars. Und wir müssen voten, weil Bassa war ziemlich sicher falsch, weil es sind zwei Leute tot. Ja. Das geht mit dem Kill-Cool. Das war auch wirklich ein sehr smarter Vote, wirklich. Ja, echt. Ich hab gedacht, wir voten einfach wieder auf Spaß Palle. Also ich hab den Eindruck. Fuck. Oh Mann. Du hast doch Running Gag. Goody, du warst jetzt die ganze Zeit noch bei mir. Das weiß ich. Das Ding ist,
wenn ich seine Cess gemacht habe, hätte es sein können, dass du rüber ventest, ja, weil O2 jemanden killst und wieder zurückkommst. Ich habe das diese Aufgabe mit diesen Steinchen da gemacht, wo man so reinlegen muss in diese Boxen und da bin ich wieder rüber gegangen. Ja, da habe ich noch Sven gesehen, noch wieder in ja, also, oder in diese Schleuse da. Ja. Schönste war auch noch bei uns. Ja, also Sherpa und ich haben den Reaktor hier wieder normal gemacht. Ja, das habe ich gesehen. Und dann kamt ihr drei uns entgegen und deswegen habe ich gefragt, ob einer von euch drei irgendwie hinterher hing, wo ihr zu uns gekommen seid. Nee, wir sind da eigentlich... Paul und ich sind zusammen aus, ja, aus Admin runter und Yannick, genau, stand da vor dem Knopf da. Genau. Vor mir sind welche reingegangen, deswegen war erstmal die Kontamination da drin, deswegen muss ich warten. Ja. Dann habe ich mich natürlich ja vorgestanden, da kommen die anderen beiden, habe ich auf den Knopf gedrückt, weil ich mir gedacht habe, ja, kann ich mal wieder probieren. Achso. Dann haben wir meine Task gemacht. Es können jetzt natürlich Schönze und Sherpa sein, aber warum sollten die den Reaktor ausmachen, außer um sich auf Inno zu machen? Ach, nur um zu killen. Probieren. Nee. Oder Alibi. Ich meine, wir drei waren jetzt oben links, also... Ah, das Ding ist, ich bin jetzt gerade auf jeden Zass. Ich verwirre mich immer selber. Yannick war für mich schon beim ersten Kill Zass. Aber warum war Yannick denn bei dir als erstes Zass, also? Weil der links da in der Tür stand und nichts gemacht hat. Okay. Und weil er theoretisch die Zeit gehabt hätte, ihm rüber zu gehen. Aber ich weiß es nicht. Wir gehen in die Post. Und wenn du jetzt noch vor der Dekontaminierungsschleuse standst und gewartet hast, das habe ich auch nicht verstanden. Ja. Ich bin vorbei. Ein Scherber, Alter. Ja, geil. Ja, geil. Ja, Falchi. Ja, das doch nicht so. Entweder ist es dann oder war das es Zufall, dass ihr, dass die Leichen immer von mir gefunden wurden oder habt ihr das geplant? Zufall, also bei mir war es zufällig. Yannick hat gestartet. Tasks sind zu viele. Für sowas. Also machen wir jetzt nicht mehr nur einen Satz. Ja, die Runde am besten nicht, sondern am besten nächster. Würde ich sagen, wegen den Tasks, das sind zu viele. Nächste Runde bin ich aber Club raus, naja. Ja, müssen wir mal gucken. Wo? Alarm! Alarm! Wahrscheinlich? Ich hab erst Light gefixt und dann habe ich erst reported. Da steht direkt vorm Light, der Typ ist gewendet 100% halt. Ich habe eine Frage. Wieso heißt David jetzt Shining 1? Er muss auch wieder winzig zu sein, klappt. Ah, okay. Darüber habe ich mich beschwert. Ah. Wurscht. Also Lichter sind aus und es sind direkt zwei Leute tot. Strategie rausvoten, habe ich gehört. Nein. Wahrscheinlich, ne? Strategie war gerade bei mir bei Decontamination. Also scheint die ganze Strategie rausholen, habe ich gehört. Ja. Ich glaube ja, dass das jetzt möchte jemand das in Strategie anhängen, glaube ich. Das glaube ich auch. Zum Beispiel Stefan. Der wird solche Dinge machen. Ja, das heißt nicht, dass er das gerade tut. Nö, aber Stefan, du wirst mir zustimmen. Du ziehst solche Dinge ab. Ich glaube, Shining wurde gefunden, aber ich weiß jetzt, ich habe es nicht ganz mitbekommen. Shining wurde gefunden, ja. Shining. Okay, und ja, was ist mit Sherpa? Wer hat ihn gesehen? Nö. Nee. Also, wer war in Decon? Ich. Dave und? Strategy, also, oder? Strategy war davor gestanden. Ja, ja. Okay. Was war der Karten? Moment, seid ihr direkt am Anfang Decon gegangen? Ich habe ihn nicht gesehen, ne? Nee, okay, weil ich dachte... Ich hab nicht ganz wenig gesehen. Ich habe ein Tier gesehen, aber nicht dich. Ein Tier? Ja, ein Ball. Also nicht meiner, aber nee, ein anderer. Das war nicht meiner. Also ich habe keinen. Strategy, sonst redest du dich gerade selber in die Fresse. Nein, ich habe keinen gesehen. Also keine Ahnung, also... Ich hab halt deinen Kopf gesehen, weil du genau bei mir standest. Zumindest kopftechnisch. Puh. Ist halt schwierig. Also keine Ahnung, also... Also ich glaube, ich habe Paul gesehen vorhin noch. Genau, Brüder und ich sind nämlich zusammen hochgelaufen. Ich bin dann Richtung Cafeteria und hat mich Schwänze gesehen am Automaten. Der stand jetzt noch bei mir. Ich bin auf jeden Fall nicht Richtung Leitzweck. Dann sind beide am Automaten? Ja. Ja, ich kann nämlich auf keinen Fall diesen Kill in Electrical gemacht haben. Dann ist Paul 100% für mich selbst eigentlich. Dankeschön.
Ja, ich stand die ganze Zeit am Medbay. Ich glaube immer noch ist Strategie und eventuell Dave dazu. Oh lol. Wir wollen ich darf mich zwei Sekunden noch nicht das ist ja so random, was hier passiert. Genau, wir wurden wieder auf 8. Ja, besser ist Strategie. Ich kenn's das so. Ciao, wir sehen uns irgendwann, ne? See ya. See ya. Bin ich gemutet? Ja, ne? Ich war schon fast fertig mit der Scheiße. Okay, das kriegen wir hin, Leute. Also ich hab meine Tasks ganze links. Also ich habe meine Tasks links gemacht auf der Map. Da bin ich runtergegangen, hab kurz Logs gecheckt. Da bin ich Lights fixen gegangen, wollte noch kurz hochgehen und der Buddy liegt oben in. Wie heißt das O2, glaube ich, ja, O2. Ja, ich glaube es ist Self-Report, weil Shining Eyes ist Dave, oder? Genau. Ja, ich bin's, ja. Okay, Dave, Goody und ich dann gerade alle gestackt im Laboratory und es sind Kills gefallen, keiner von uns kann. Das Problem ist, der Karl war auch noch bei uns. Der war gerade noch oben bei Reactor, als die Lights ausgingen, an der Tür. Ja, aber der ist rausgelaufen aus dem Stack. Wir sind zurückgeblieben. Ich muss sagen, Self-Supporten hier wäre dumm, weil ich war die ganze Zeit bei euch links. Ich wusste, dass ihr da Stake seid. Also, wir dürfen da auch jetzt nicht Schwänzel rauslassen. Also, er war, glaube ich, gar nicht bei uns. Okay, stimmt. Schwänzel, oder, gönn dir mal. Also, Schwänzel, wo warst du? Also, ich war kurz mit hier JK unterwegs. Dann sind hier Lichter. Dann war der tot. Nee, lass mich doch mal eben ausreden. Dann war hier Reaktor und dann wollte ich da hin. Aber hier, JK hat sich ein bisschen komisch bewegt. Dann dachte ich erst ein bisschen sass, weil ich dachte, er geht da zu Ende oder so. Hab ein bisschen kontrolliert und dann sind später die Lichter ausgegangen. Und dann bin ich gelaufen, dann dachte ich, ich folge ihm noch, aber dann war er weg. Und dann bin ich hier, wollte ich zu euch laufen, habe euch dann gesucht, aber habe ich ihn nicht gefunden. Wo seid ihr? Wo hast du ihn verloren? Ich habe ihn verloren. Ich muss euch sagen, ich war oben bei euch links, ich bin halt ein bisschen rumgelaufen. Ja, wir müssen aber gerade den Schwänzel was fragen. Schwänzel, wo hast du ihn verloren, als ihr laufen seid? Also wir sind hier Admin rumgelaufen, dann waren wir in Storage und, also Storage ist doch genau nebenan, oder? Oder heißt der Raum anders? Das ist Electrical. Electrical, Entschuldigung, ja, ich kenne die Räume noch nicht so vom Namen her. Und dann war es dunkel. Und dann dann ist da irgendwie nach unten eine Cafeteria gelaufen, dann ist da irgendwie wieder nach oben, dann habe ich ihn halt verloren, weil ich nichts sehen konnte, und dann bin ich nach links gelaufen zu euch. Sind wir uns sicher, dass wir Strategy als Imposter ausgewählt haben? Nein, ich bin mir nämlich nicht sicher. Ja, er ist nicht 100% nicht gewesen, das war so random. Das heißt, wir haben noch zwei Imposter. Ja, und Schwänzel ist einer. Wieso ist das Imposter? Gestorben, wo er, also, das ist. Alle am Schalter bleiben.
Ja, GG. Okay. Ich hab's falsch herumgedacht. Wow. Okay. Ich hab die dedication, quick complaining. Look at my life. Feel my pain. When it comes to me and you, we're not the same. This is so far from a game. What you saying?